Janota, ein 9-jähriger Lusitano, dessen Besitzerin sich nicht mehr traut, ihn zu reiten. Ariane Thägen soll das ändern. Mein Name ist Ariane Thägen. Ich arbeite seit über 20 Jahren mit Problempferden jeglicher Art. Und ein weiterer Schwerpunkt von mir ist das Training für Reiter und Pferd. Hier unterstütze ich turnierambitionierte Reiter bis zur schweren Klasse, aber auch den Freizeitbereich in der Gesunderhaltung und Gelassenheit. Durch meine langjährige Erfahrung als anerkannte Pferdephysiotherapeutin und Osteopathin bin ich in der optimalen Lage, Probleme auf verschiedenen Ebenen zu erkennen und zu lösen. Um dieses auch über weite Entfernungen möglich zu machen, biete ich die Online-Beratung oder auch die Online-Betreuung an. Dies ist eine erfolgreiche Alternative zu einer persönlichen Vorstellung hier auf dem Hof oder auch zur stationären Aufnahme Ihres Pferdes. Wir haben wieder einen neuen Gast auf Hof Eichneck, Janota, ein schwarzer Lusitano, ne? Richtig schöne Zeichnung auch vorne, finde ich bildschön. Mhm. 8 Jahre haben wir gerade schon festgestellt, genau. Glaube ich. Mhm. Und ja, Kerstin, wir waren beim Du vor der Box, stolze Besitzerin. Wie lange hast du ihn jetzt schon? Ich habe ihn 5-jährig gekauft, sprich dann habe ich ihn jetzt 3/4 Jahr jetzt. Okay, Das ist ja schon eine ganze Ecke eigentlich. Ja. Dann kennt ihr beiden euch ja schon. Ja. Was hast du mit ihm vor oder was machst du mit ihm? Also eigentlich wollte ich ihn Englisch und Barock reiten. Jetzt keine Turniere oder so, sondern eben Freizeit. Ja. Aber eben schon so Geschichten so mit spanischem Schritt. Also diese ganzen barocken Geschichten. Vielleicht ein bisschen piaffieren. Obwohl, das kann ich selber noch nicht so ganz. Okay. Und das hatten wir vor. Und Bodenarbeit machen wir viel, Zirzensik machen wir viel. Also sowas wie ablegen oder Küsschen geben oder frei tanzen. Er läuft auch frei mit. Er macht auch Stop and Go. Also das macht er alles aus dem FF. Könntest du ja eigentlich auf so eine Show mit ihm gehen? Hatte ich auch mal vor. So eine Halle? Ja, hatte ich auch vor. Also ich war mit meinem PRE, den ich hatte, war ich auch schon einmal auf der Equitana. Mhm. Da hatten sie Leute gesucht für Kenzie Disley, die sich mit ihrem Pferd bereitstellen. Ja. Müssen wir allerdings noch mehr können, weil so mit 5 Übungen haben wir natürlich noch nicht so wirklich viel fürs Schulprogramm. Ne? Ja. Also Vicky versucht auch immer Campino was beizubringen, aber ich glaube, der ist zu stumpf dafür. Nö, also eigentlich ist kein Pferd zu stumpf dafür. Nee. Also ist auch immer eine Sache wie. Also zum Beispiel das Ablegen, ich habe 3 Pferde und alle 3 Pferde haben das Ablegen anders gelernt. Gut, ich habe diverse Seminare besucht. Ja. Ich habe mit Javier Simon habe ich schon gearbeitet. Ich habe mit, jetzt komme ich auf den Namen noch nicht mehr. Uwe Jourdain, ja, Jourdain spricht sich das, glaube ich, aus, habe ich schon gearbeitet. Ich gucke sehr viele YouTube-Videos. Okay. Ne, da sind manchmal auch Laien, aber die haben Ideen. Ich versuche es einfach. Ja. Und irgendwann ist einfach die richtige Methode dabei. Ja, finde ich halt richtig Geduld, toll. Ne? Es wächst halt auch Vertrauen und alles, ne? Ich habe so ein bisschen rausgehört, du würdest gerne Barock und Dressur und sowas im Freizeitstil machen. Mhm. Was hindert dich denn jetzt daran? Ich gehe auf dieses Pferd nicht mehr drauf, weil ich traue mich nicht mehr, ihn zu reiten. Okay. Dann konnte ich aber das erste halbe Jahr nicht reiten, weil der blöde Sattel, den ich haben wollte, gar nicht zu kriegen war. Okay. Den die hatten, den wollte ich gerne haben, den wollten die aber nicht abgeben. Die brauchten sie für die anderen Jungpferde. Und dann hat das ein halbes Jahr gedauert, bis ich dann den Sattel hatte, den ich haben wollte. Schön auch mit so einer dicken Pausche, weil ich mir dachte, wenn der mal spackt, dann schmier ich nicht so schnell ab. Ja, und dann habe ich angefangen, ihn zu reiten. Das ging auch eine ganze Weile gut. Und auf einmal fing er dann an, und also so ganz gemütlich, geschillt, überhaupt nichts gewesen. Und dann auf einmal aus dem Nichts, ohne dass was war, ohne dass er sich erschrocken hat, dass ein Geräusch war, schoss der mit mir los. So, dann habe ich viel Geld da gelassen und dann wurde es mir irgendwann zu blöde. Dann habe ich mich wieder draufgesetzt, es ging dann auch wieder gut. Dann schoss er mit mir los und dann fing er an zu buckeln, da war ich dann das erste Mal unten. Okay. Dann habe ich das irgendwie zwei, drei Wochen später nochmal probiert. Da habe ich dann eine Freundin dazu genommen, habe gesagt, pass auf, mach die Longe drum. Wenn der abgeht, dann kannst du eingreifen und kannst ihn reinziehen. Haben wir auch gemacht. Das Endergebnis war, er schoss los, buckelte mich runter und er hat nicht aufgehört, bis ich unten war. Zog dem Mädel erstmal die Longe durch die Hand, die musste ins Krankenhaus, sie hatte beide Hände wirklich geratscht, was er so an der Hand eigentlich nicht macht. Dann bin ich sofort wieder drauf, dann ging es eine halbe Runde gut, dann hat er mich wieder runtergebuckelt. Okay.
Dann habe ich ihnen den Beritz gegeben, da ich mit Beritz sehr eigen bin, weil da wird so viel Kurfusch gemacht. Mhm. Ersten zwei Monate alles gut, außer dass er ab und zu mal sich erschrocken hat. Mhm. Und nach dem dritten Monat sagte dann Kerstin, also irgendwie habe ich das Gefühl, mit dem Pferd stimmt was nicht. Und die Frage ist ja auch, warum. Also ich hab jetzt, ja, sage ich mal, so wenige Minuten gehabt vom Anhänger bis hierher. Und ich versuche immer natürlich ganz viel verschiedene Puzzlestücken zusammenzunehmen. Und ich muss jetzt einfach fragen, weil ich kriege ja immer nur den Eindruck, den die Pferde hier abgeben. Und als er jetzt vom Anhänger runtergekommen ist, um hier reinzugehen, ist er zum einen sehr, sehr vorsichtig gelaufen. Ist das der neuen Umgebung geschuldet oder dem Untergrund? Das spielt sich denn bei mir immer im Kopf ab. Dann hat er noch mal wieder den Stopp gemacht, weil sich der Untergrund verändert hat, farblich verändert hat. Und der Weg hier rein auch. Ist er so, dass er fühlig ist oder dass er auf farbliche Untergründe oder auf irgendwas anderes zu Hause auch reagiert? Oder ist das jetzt nur der neuen Umgebung geschuldet? Was mir halt so ein bisschen auffällt, ist so hinten, sage ich mal so, Lendenwirbelsäule, die Schwellung. Da werde ich, weiß nicht, ob es dir auch auffällt, wenn du da drauf guckst. Also ich werde ihn mir ja anschauen. Mhm. Und werd einfach gucken, weil wir haben ja ganz viele Pferde hier gehabt, wie Tarzan zum Beispiel. Das war ja dieser große Norika. Der ist die ersten 10 Minuten, 15 Minuten super gegangen. Mhm. Und plötzlich schoss den wirklich, ja, wie soll man sagen. Und der nahm reißaus, der riss sich los, der hat ja gar nichts mehr gemacht. Mhm. So, und da denkt man dann immer, oh, okay, die haben keine Lust mehr oder die haben vielleicht eine harte Hand gehabt und wissen, jetzt kriegen sie es nicht mehr und nutzen es aus. Bei ihm waren es aber wirklich körperliche Baustellen. Mhm. Wie ist das denn an der Longe? Hat er diese Durchgängersachen nur mit Reiter drauf oder auch, wenn man ihn longiert? Meistens nur mit Reiter. Also er hat schon manchmal Pep und dann bockt er auch an der Longe. Mhm. Okay. Weil für mich ist es ja so, dass ich halt gerne herausfinden möchte, warum ist es das? Mhm. Und da nehme ich dann diese ganzen Komponenten, sind für mich dann wichtig. Mhm. Ja. Dann hast du das quasi selber in der Hand. Genau. Also wenn du irgendwas füttern müsstest, solltest, hättest du gar kein Problem, nein, wie viele andere Pferdebesitzer, die wirklich hart kämpfen müssen, damit ihr Pferd drei Hände mehr Ruhe kriegt. Ich mache alles in einem. Ich bin ich selbst. Ja, super, klasse. Ja, der Check mit Janota geht weiter. Wir haben eben gerade schon das andere Gastpferd rausgeholt. Und es ist total witzig, ihn eigentlich zu beobachten, weil andere Pferde scharren und scharren wirklich. Und er guckt in der Gegend rum und macht so ganz kurz so zock, 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 zock. Überhaupt gar nicht gestresst dabei. Und jetzt bin ich gespannt, der ist ziemlich nass von der Anhängerfahrt gewesen. Wir müssen also einmal grob überbürsten. Ich habe schon einiges gesehen vorhin schon. Und ja, bei Janota ist das Problem, dass er beim Reiten wirklich kopflos wird, durchgeht und den Reiter ja abbockt. Also wirklich so lange bockt, bis er unten ist. Auch wenn man dann wieder aufsteigt, was ich total mutig finde, soll er das gleiche Spiel wohl wieder machen. Warum auch nicht? Erfolgserlebnisse stärken ja bekanntlich das Selbstvertrauen. Blöd nur, wenn dann so eine halbe Tonne Pferd gar kein anderes Hobby mehr hat. Super. Kannst du ihn versuchen, sauber hinzustellen? Bei solchen Vorgeschichten geht Ariane zunächst erst einmal von Schmerzen als Hauptursache für so ein Verhalten aus. Sollte sich das nicht bestätigen, werden dann ihre bewährten Trainingsmethoden ausgepackt. Ja, was mir bei dem Janota vorhin schon aufgefallen ist, ist, dass wirklich, wirklich viel Schwellung quasi da ist. Das haben wir ja jetzt schon häufiger gesehen, dass wirklich so ein bisschen der Unterbauch sehr geschwollen ist, der wirklich wie bei so einer tragenden Stute quasi so ein bisschen runterhängt. Und ich habe auch hier viel Schwellung.
da in diesem Bereich und auch hier oben, wenn man von der Seite guckt. Ja, das ist schon ganz krass. Also ich würde mal vermuten, dass es etwas mit dem Sattel zu tun hat. Wenn man sich das anguckt, der Widerriss, der geht eigentlich ganz schön rund hier rein. Dann kommt wirklich ein relativ scharfer Knick. Dann wird es recht gerade. Und hier ist dann wieder so eine Anschoppung. Und was für mich ganz präsent ist, ist diese Schwellung hier letztendlich. Da, diese da. Gut, oh, diese dünnen Beinchen. Das ist echt Wahnsinn. Meine Haut brennt. Deine Haut? Das gehe ich von aus. Hat er dich angeleckt? Ja. Oh, hier ist es alles kahl. Einmal eben herkommen. Einmal eben schauen. Warum auch immer. Das ist hier richtig alles, da ist gar kein Fell. Linke Seite, das ist auch warm, linke Seite. Auf der linken Seite befindet sich natürlich Lebermilzmagen. Wenn man so ein bisschen in der Kinetik forscht, dann ist das nicht ganz so weit weg von dem Ganzen. Und wenn Vicky jetzt natürlich sagt, Mensch, der hat mich angeleckt und meine Haut fängt an zu brennen, dann sind das für mich schon immer so ein bisschen Zeichen, dass Magensäure aufsteigt. Im Menschlichen würde man jetzt sagen, so eine Art Sodbrennen. Bei Pferden ist das was ganz anderes. Die produzieren 24 Stunden Magensäure, egal ob sie was fressen oder nicht. Und wenn dann natürlich nichts reinkommt, was verwertet wird, was zersetzt werden kann, dann ist die Magensäure so, dass es an die eigene Schleimhaut geht. Oh, hier ist ein Muskelloch. Ich kann hier auch mal ein bisschen anzeigen. Das ist hier richtig auch. Oh, hier ist eine richtige Schwellung, ein richtiger Hartspann. Das musst du gleich mal angucken, Vicky, ob ich da. So, also was mir ganz krass auffällt, ist quasi. Dieser Bereich in ein Loch. Zack, da falle ich richtig rein. Da kann ich ganz weit runter gehen. Und hier sieht man schon, hier ist ganz viel Wasser drin. Da ist ganz, ist wie so eine Blase, so eine große Blase, die gefüllt ist. Dann der hängende Bauch. Er findet das sichtlich schön. Sein Stimmungsbarometer ist weit ausgefahren. So, und hier haben wir dann halt wieder so eine Anschoppung, eine Schwellung auf beiden Seiten. Ganz häufig ist es so, gerade bei den Pferden oder bei den Rassen, wo man die Mähne ganz lang lässt, dass wenn man die nicht mal umklappt auf die, andere Seite, dann findet man gar nicht raus, ob da zum Beispiel Schuppen sind oder Haarverlust ist. Weil ganz häufig ist das so, dass man dann wirklich hier so einen nackten Kamm sieht oder ganz viel Schuppen darunter sind. Das ist jetzt hier nicht der Fall, aber was ich bei ihm habe, fasse den mal hier an, der fühlt sich doch ganz fettig an, oder? So, mal gucken, ob wir hier auch irgendwas finden. Ja, oh, jetzt sieht man das hier mal richtig von der Seite. Ich hebe mal das Bein nach vorne. Die kahle Stelle. So, hier oben haben wir die Temporalis-Muskulatur. Die finde ich jetzt bei ihm dick. Die ist bei Sito aber ja auch so angeschwollen. Bei manchen Pferden ist das so. Das ist die Muskulatur, die den Unterkiefer bewegt. Das heißt, die Pferde brauchen, aus was für Gründen auch immer, sehr viel Kraft, um den Unterkiefer zu bewegen. Bei ihm sehe ich jetzt allerdings eine starke Atrophie im Vergleich zu hier oben, hier unten. Da ist fast gar keine Kaumuskulatur da. Der Masseter hier oben in dem Bereich, unterhalb des Kiefergelenks. Ja, fein. Ich bin ganz vorsichtig. Darf ich mal kurz gucken?
Ja, ohne dass du mich beißt. Ja, komm mal her, komm mal her, komm mal her. So, und da sieht man das ganz viel Speichel. Ja, hier sind auch kleine Entzündungen drin. Hier, da, kleine. Hier ist es rot, da ist es rot. Es ist sehr viel Zahnstein da. Der stinkt richtig, also richtig doll. So, komm mal her. Super, Vicky, dass du das schon so merken konntest. Oh ja, da sind ganz, ganz scharfe Kanten hier außen. Ich bin ganz vorsichtig. So, es ist hier alles voller Schaum. Man sieht, dass da richtig rauslaufen. Und man sieht da auf unter der Zunge diese roten angeschwollenen Schleimhäute, hier vorne auch. Man sieht richtig, was da so rausläuft aus seinem Maul, wirklich wie so ein Schnürsenkel beim Tennisschuh. Ich glaube, wäre er eine deutsche Dogge oder sowas, dann würden die da so seitlich an den Lefzen raushängen. Und es stinkt. Es stinkt wirklich bestialisch. Ich glaube ganz einfach, dass es vielleicht eine Kombination ist, wenn man sich so ein bisschen die Geschichte anhört, die die Besitzerin erzählt hat. Er kommt aus Andalusien, ist dann zu zwei Profis gekommen, die sehr, sehr schön reiten sollen. Aber so ein Transport und auch, sage ich mal so, die Aufzucht oder das Anreiten in Andalusien, Spanien, wie auch immer, sagt man ja immer zu wissen, dass das anders läuft wie hier, eine ganze Spur anders läuft. Dann ist es auch noch so, dass ich gehört habe, dass letztes Jahr ein Zahnarzt da gewesen sein soll, dieses Jahr noch nicht. Und dann ist es natürlich schwer, wenn ich wirklich solche Befunde habe, die scharfen Kanten, das Aufgedunsene, das Aufgeschwollene, den Geruch. Und dann halt höre, mein Pferd bockt den Reiter ab. Beim Freilaufen ist es ganz, ganz lieb. Dann könnte ich mir jetzt vorstellen, bei dem, was hier rausläuft, dass er vielleicht wirklich Probleme hat, wenn man ihn gurtet. Und wenn die Zähne nicht so übereinander stehen, dass der Unterkiefer nach vorne geschoben werden kann, wenn man quasi die Hand annimmt, also wenn man quasi durchs Genick reiten möchte oder vorwärts, abwärts reiten möchte und vielleicht ein Zahnhaken, das nach vorne Schieben des Unterkiefers verhindert, dann wird das Ganze natürlich äußerst schmerzhaft fürs Pferd. Und dann vielleicht noch mit einem Sattel, der nicht optimal sitzt, den kann ich leider nicht testen, weil er nicht mitgekommen ist. Also er wurde zwar eingeladen, aber irgendjemand muss ihn wieder rausgeholt haben. Wir werden uns natürlich bei so einem Befund nicht draufsetzen. Das war so ein bisschen der Wunsch der Besitzerin. Aber mit Magen und der Zahnproblematik und den ganzen Schwellungen, glaube ich, ist es erstmal besser, wenn wir ihn von diesen schmerzhaften Geschichten runterholen. Und dann könnte man über einen Beritt nachdenken, dann könnte man alles andere machen. Wenn ich mir jetzt mal die Vorderhufe angucke, dann sehen die für mich sehr, sehr kurz aus. Wirklich sehr, sehr kurz. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass er mit der Zeit fühlig wird. Dass vielleicht der Janota die ersten 10 bis 15 Minuten läuft und einfach dann die Schmerzschwelle zu groß wird. Ob das nun der Magen ist, ob das die Zähne sind oder ob das nicht vielleicht sogar Fühligkeit in den Hufen ist. Schauen wir mal. Ich persönlich würde wahrscheinlich, wenn es mein Pferd wäre, einen Beschlag drauf machen. Und gucken, wie er dann läuft. Den kann man wieder abnehmen. Nur wären die Hufe noch kürzer, kriegt man noch nicht mal das dran. Außer man klebt. So, großer, kleiner, kleiner, großer. Das hast du sehr, sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut hast du das gemacht.
Ich würde sagen, es geht raus. Ne? Dann kannst du dich schön bewegen, dann kann die Lymphe schön ablaufen. Und weil es heute schon so spät geworden ist, darf er sich sein Paddock heute erstmal bei Flutlicht anschauen. Kannst mal selber gucken. Das ist nur eine Rampe, ne? Ja, komm. Hier draußen kannst du schon. Ah ja, da hat man eben schon gesehen, wie er landet. Er mag gar nicht vorne auf die Zehe kommen. Und ich muss es wieder sagen, ich bin echt gespannt, wie morgen das Gangbild ist. Ist abgeschlossen. Nein. Oh. Okay. Ich wurde befördert. Also hoffe ich doch. Ja, ja. TAH, Tierarzthelferin. Heißt das anders? Das heißt tiermedizinische Fachangestellte. Okay, alles klar. Nein, ich soll Handschuhe holen. Das mache ich natürlich. Wir gehen zu unserem Gastpferd, zu den süßen Janota. Ich glaube, ich habe in diesen 2 Tagen schon so oft den Namen falsch gesprochen. Ich musste es mir wirklich jetzt auswendig lernen. Ich habe Janota, Janato, Janata, alles. Aber Janota ist richtig. Ein richtig hübscher, schwarzer Lusitano. Und Rabea ist schon auf dem Weg dahin. Und ich bringe mal schnell die Handschuhe. Hallo, da sind wir wieder. War ja gestern auch letztendlich nur ganz schnell. Der hat ja gestunken, ja. Wirklich richtig. Also das war das erste Pferd, wo selbst ich es richtig deutlich gerochen habe. Gut. Und ich musste wirklich was brechen. Ja. Willkommen in meinem Leben. Das ist echt schlimm. Ja. Und die Soße, wir haben es am Abend noch festgehalten, was da wirklich auf meiner Hand war. Die andere Problematik ist ja, er ist jetzt auch schon nur noch die Hälfte am Bauch. Was mir bei ihm aber aufgefallen ist, dass er ganz scharfkantig ist. Er soll wohl aber auch wieder dran sein. Wir gucken. Und danke. Der geht ganz mehr. Der, für mich geht er fühlig. Ja. Ich bin jetzt aber auch schon so ein bisschen huftechnisch so ein bisschen angespitzt. Für mich sieht er ganz, ganz kurz aus. Mhm. Der ist hier. Ja, der weil? Ist super brav am Boden und alles. Setzt man sich da drauf, sagt sie, geht er tiefenentspannt los und auf einmal aus dem Nichts rast er kopflos los und bockt so lange, bis der Reiter unten ist. Oh Gott, ist er denn ordentlich eingeritten? Der ist aus Andalusien zu angeblich sehr sanften, hochkarätigen Dressurausbildern gekommen, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Bei diesem Reiter hat er auch gar nichts gemacht, also hat alles gemacht, was er sollte. Und als sie sich draufgesetzt hat, war er schon so ein bisschen komisch. Sie hat sich aber in ihn verliebt, hat gedacht, das kriegt sie hin. Und jetzt traut sie sich dann nicht mehr drauf. Ja, gestern konnte man das ja auch gestern nicht so sehen, weil... Ne? Nein, und er war ja auch, das fiel wirklich, er war ja überall ganz, ganz rund. Ja, aber du siehst, es muss noch ein bisschen was weg. Also ich darf das sagen, ne, bei mir auch. Also bei Pferden ist es ja meist eher beeindruckender, wenn sie ein paar mehr Kilos auf die Waage bringen. Ein bisschen Wasser ausscheidet, ne? Also es hat schon Kuhfladen-ähnliche Konsistenzen. Ja. Auf die Frage, ob sie ausreiten will, würde sie auch gerne, geht aber nicht, weil er ja so ist, wie er ist. Und spazieren gehen traut sie sich auch nicht. Weil er halt, weil sie halt diese Bilder im Kopf hat. Vicky ist heute mit dem Kostrail gelaufen. Ne? Ja. Ich bin mit dem Handy hinterher. Ja. Wir haben wirklich da hinten Guckfaktoren, aber er war total bei euch. Brav. Schön. Aber auch seit gestern. Er war bei der Bioresonanz und da hat man ihr gesagt, er ist allergisch gegen Dinkel und gegen Apfel und wäre wohl übersäuert. Und gut, das und ist ja, also er, Übersäuerung ist ja, ja. Da, das würde ich jetzt mal sagen. Und dafür hat sie Globulis gekriegt. Okay, aber im Blut Grunde... Blutbild gibt es nicht. Okay, also ich finde Bioresonanz überhaupt gar nicht schlecht. Ne? Da, die machen ganz, 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 ganz toll viele Sachen. Krasse Füße. Ernsthaft jetzt? Kurz und Aua, ne? Ja. So, weil und mit Puls. Ja, ganz, ganz warm, ja. Ich wollte jetzt gar nicht so viel sagen. Krass. So, ganz. Okay.
Oh, und mit, komm mal her, bist du draufgetreten? Ja. Mhm. Habt ihr, weißt du, da muss einmal abgeschnitten werden. Ja. Müssen wir gucken, weil da kann dann schon mal was rausdrücken, ne? Unangenehm, mein Freund. Ja. Ja. So, und wenn du den wendest, ja, dann ja, wendet der, sondern der geht über Kreuz vorne und wendet so. Meterspar, ne? Darf ich den anderen Fuß nochmal fühlen, Schnucki? Und der ist ganz brav. Und der schwitzt. Ja. Und der hat auch ganz, ganz fettiges Fell. Ja, deshalb meine ich, deshalb brauchen wir ein Blutbild. Ja. Ja, ich weiß, aber hier ist auch richtig, ja, ne, der Schleimbeutel. Ja. Das war das, das kann mal so eine Stollenbeule gewesen sein oder Stollbeule. Oder ein Pilz, ne? Das ist ja richtig. Weil das ist auch hier richtig Reservehaut, ja, ne? Ja. Das ist richtig. Hier ist auch Puls, ne? Ja. Der braucht beide auf jeden Fall mal 4 Eisen. Kannst du mal. Ja. Plan wieder auf. Wo schläft er denn oder wie schläft er zu Hause? Ich habe es so verstanden, dass er abends, nachts in der Box ist und tagsüber auf dem Sandpaddock. Okay. Aber mit 24 Stunden Heu. Er steht nicht auf Stroh. Ja. Aber der wurde abgeladen und der ist jetzt nicht optisch so fühlig, aber der ist ganz Untergrund, ja, empfindlich orientiert. Ne? Mhm. Auch so, und das ist. Alles gut, ich gucke nochmal einmal das hier, dann würde ich ihn gerne einmal laufen sehen. Ne? Mhm. Die Füße sind schon auch hinten, ne? Ja. Der hat ja Shetland-Pony-Füße. Also die Hufe bei den Choki sind vorne auch nicht so, so toll, aber hier habe ich gedacht, das tut mir weh. Ja, das tut mir auch weh. Das tut mir weh. Darf ich mal was gucken? So, und ich habe ihr gesagt, das ist voll ganz, ne? Ich wollte ihn eigentlich an die Doppelung gehen. Ich trage. Kann sich ja gar nicht biegen, das ist ja lächerlich. Entschuldigung, also da. Nein, das, und auch mit den Hufen und mit dem Pilz. Ja, das ist. Boah. So, und ich sage mir. Kannst du einmal ganz kurz hier die Hand hinlegen? Mhm. Also hier so ein bisschen. Gar nicht zu doll halten. Ja, ja, ja. Ich muss dann einmal, dass er nur ein bisschen. Alles gut. Also ich sehe nur die ersten, ne? Boah. Eigentlich auch Stress. Also, der im Grieche im Gegensatz zu dem anderen noch. Übel, ne? Aber ja, kein Vergleich mehr zu gestern. Nee. Aber wir können natürlich Magenmittel reinhauen, bis wir grün sind. Hm. Wenn wir die Schmerzen nicht wegkriegen, ja, ist es Open End. Ne? Ja. Hier möchte ich tatsächlich sagen, bitte nicht arbeiten. Ja. Ja? Also bis die Füße nicht Eisen haben, ne? Oder was immer man da drunter, ja, machen möchte, auf keinen Fall. Die Zähne müssen gemacht werden. Die Blutbild muss unbedingt, ja, also da müssen wir nicht drüber, ja, verhandeln, ne? Ja. Was ist das denn? Ja, genau, was ist das denn, ne? Wisst ihr, was das? Jetzt überleg dir mal, du hast eine Geschwulst zwischen den Beinen, mhm, ja? Und läufst in kurzer Hose rum. Dann fängst du an, ja, zu schwitzen und da kommt Sand dran. Mhm. Ab wann bist du ziemlich schlecht gelaunt? Wenn die Eiswürfel ausgehen. So, und jetzt ist es ja so, es ist Winter. Wenn das jetzt im Sommer ist, weißt du, dann schwitzt der da ständig, ja, ja, und ständig reibt es. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass das wieder ordentlich heilt und dass da auch möglichst Haare, mhm, kommen. Dann würde mich hochgradig interessieren, wie der liegt, weißt du? Mhm. Wenn der sich haben wir da drauf, haben, ja, wir auf der Kamera. Okay, weil wenn der, weißt du, so abgeklappt liegt, mhm, ne? Dass er sich selber quasi die Schleimbeutel, ja, da, ja, ne? Immer wieder. Deshalb ist es echt, würde ich gerne noch einmal laufen sehen, mhm, aber ja, ja, hier müssen wir erstmal, oder ihr müsst erstmal unten, ja, anfangen, ja, um dann vorne, oben wieder. Der hat Puls auf beiden Vorderfüßen, ne? Und also mein Shetland Pony hat ja fast größere, ja, Füße und der wiegt ein Drittel. Ja. Ja? Alles gut, ne? Ja. Na komm. Aua. Ja, ja, es ist. Ha! Ja, tut beim Zugucken weh. Wir brauchen ein, mhm, Shampoo. Ja. Und noch ein bisschen Blut, damit sich Rabea davon ein Bild machen lassen kann. Schaffen wir das? Ja, was denn? Ist alles gut. Du musst nicht vergessen zu kauen. Super. Klasse. Guck mal. Darf er wieder was haben? Ach, es steht ja gerade. Warte mal kurz. Für Atmen geben wir keine Leckerchen. Lieb gucken. Klappt aber meistens. Ei, was bist du fein.
Okay. Ich kann sagen, Fußschmerzen sind nicht toll, ja. Ne, Vicky? Fußschmerzen sind nicht schön und das zehrt an den Nerven. Und zwar ja, erheblich. Weil der macht auf mich gar keinen bösen Eindruck. Ja, ne, der wird Schmerzen haben beim Reiten. Ja, irgendwann hält das wahrscheinlich nicht mehr aus. Ne? Nee. Ja, gut. Und wunderbar. Wir dürfen das nicht unterschätzen hier. Ja, ja. Das genau, dann? Da würde ich, also ich bin ja selten der, der also außer Magenmedikamente sagt, ja. Ich hätte aber gerne heute angefangen mit der Therapie. Ich würde gerne, dass ihr den wascht, ja. Dass ihr das eincremt, ja. Und dass ihr da schön die Haut pflegt. Okay. Ja? Ja. Das kannst du mit ihr besprechen, wenn sie es nicht möchte, dann einfach die Sachen bei dir behalten und dann nehme ich die wieder mit. Okay. Ja? Alles klar. Ja, ja, okay. Also das ist ein bisschen pflegeintensiv. Dann wäre es auch wahrscheinlich nicht, also dann wäre wahrscheinlich so ein Fellgurt und sowas total kontraindiziert. Weil was da halt, hängt ja immer ganz viel dran. Ja, was halt so geht, ne? Ja. Aber ich meine, wir sprechen jetzt momentan. Ja jetzt, also ich wollte gerade sagen, wir müssen erstmal die Füße haben, ja. Dann musste die Entzündung ja. Da rauskommen, dann, ne, und dann sprechen wir mal ja. In ein paar Wochen. Von wir ja, nehmen ihn weil, mal an die Longe. Ich habe zu ihr gesagt, weil ich ja immer gucke, Unterschiede reiten, longieren. Mhm. Beim Longieren macht er gar keine Probleme, aber die longiert frei. Das heißt, der hat keinen Gurt drauf, der hat keine Trense drin, der hat keinen Kontakt mit dem Zügel. Ja, und nichts. Es fehlt auch noch Gewicht. Das darf alles. Man auch nicht vergessen. Ne? Und na, so ein bisschen ist es ja doch ein Lauftier. Ne? Mhm. Und, aber das geht gar nicht. Okay. Ne? Und wenn die... Wenn der du würdest auch sagen, viermal, ne? Ja, ich ja, viermal, da brauchen wir gar nicht. Ne? Und was wir auch was mitgeben muss, bitte ist, oder sie möchte mich bitte anrufen, wenn der Puls da nicht rausgeht ja. Und der Wendeschmerz nicht weg, dann ja. Brauchen wir Röntgenbilder. Ja. Also wir nicht, aber ja, sie. Ja. Ne? Ja, okay, super, klasse. Okay, wir alles fangen klar. Mal bei A an und dann ja. Gucken wir... Bis zu ja. Welchem Buchstaben wir uns hocharbeiten müssen. Okay, okay super. Wunderbar, alles klar. Dankeschön. Gerne, ciao. Abholtag für Janota. Vicky ist wirklich schon ganz traurig, weil Janota bringt ja einige Kunststücke mit. Von Küsschen geben und irgendwelche Beinsachen und hinlegen und sowas. Und sie findet das total toll. Sie hat ja versucht, das Campino auch beizubringen, aber zum einen scheitert es an der Zeit und ich glaube an Campinos Motivation. Und ja, wir haben uns natürlich etwas überlegt. Rabea war ja schon gleich am ersten Tag da, weil wirklich die Magenproblematik sich ganz stark herauskristallisiert hat. Ich habe auch die Vermutung gehabt, dass die Hufe wirklich schmerzhaft sind. Ich habe Rabea gebeten, dass sie da bitte auch mal nachguckt. Es ist wirklich ein Pulsieren im Beinvorderbein da, was auch wieder Hinweise darauf gibt, dass wirklich eine ja, Reaktion, vielleicht sogar ein entzündlicher Prozess sich irgendwo abspielt. Ich persönlich finde, dass die Hufe sehr kurz aussehen, die Zehe sehr kurz aussieht. Der Janota, der scharrt aber auch ganz häufig. Ich weiß nicht, ob es vielleicht dadurch kommt, dass er sich die einfach abscharrt. Ich habe hier im Raunpen festgestellt, dass auch ein großer Wendeschmerz da ist. Es ist also gar nicht unbedingt nur Fühligkeit, sondern auch wirklich ein Wendeschmerz da. Und ja, wir haben ihn dann halt gestern oder als Rabea da war, vorgestern, auch hier nochmal vorgeführt, damit sie sich einmal den Gang angucken kann. Und auch da war der Wendeschmerz ganz extrem, aber auch eine Fühligkeit, würde ich mal vermuten, auf den Hinterhufen auch da ist. Und ja, sie hat gesagt, ganz ehrlich, ich habe Rabea noch nie mit so einem schockierten Gesicht gesehen, als sie in das Maul gefasst hat. Letztendlich ja ein bisschen, um zu gucken, brennt der Speichel, wie ist alles? Halt einfach eine allgemeine Untersuchung. Und ich habe noch nie ein geschocktes Gesicht bei Rabea gesehen und habe dann halt für mich so gedacht, oh, okay, Rabea sagt ja immer nicht viel und schon gar nichts Negatives über Kollegen. Ich persönlich habe aber für mich halt einfach gedacht, oh, wenn Rabea so ein Gesicht macht, wenn sie da reinfasst, und es ist ein Jahr her, für mich kann es dann nicht gut gewesen sein. Also nicht für mich nicht zufriedenstellend behandelt, weil ich sage mir immer, Campino, den haben wir jetzt nach einem Jahr wieder machen lassen. Und ich fand Campino
extrem scharfkantig. Und Rabea sagt, Ariane, das ist jetzt nach einem Jahr. Ich sag so, ja, das ist ganz gleich, ob das nach einem Jahr ist. Ich möchte diese scharfen Kanten nicht haben an der Außenseite, ganz egal, wie es traditionell oder theoretisch aussieht. Er läuft jetzt wahrscheinlich seit 1-2 Monaten mit diesen scharfen Kanten. So, und ich sage mir einfach, darauf muss ich auch hingewiesen werden, dass ich vielleicht die Intervalle kürzer wähle. Es ist natürlich etwas, wo man jetzt gucken muss. Kommt die Magenproblematik von Schmerzen in den Hufen, von Übersäuerung, weil wenn man Schmerzen hat beim Laufen, dann verspannt sich der ganze Körper und es wird viel Abfall produziert. Hat man Zahnschmerzen und muss was machen oder Kieferschmerzen, leidet immer der Magen drunter. Bei allen Schmerzen leidet der Magen. Und was mir hier aufgefallen ist, ist, wir haben ja unsere Überwachungskameras und der Janota hat ganz, ganz viel gelegen. Der hat kurze Intervalle gelegen, aber er hat sich immer ganz häufig abgelegt. Ja, und zu guter Letzt haben wir dann ja auch noch diese kahle Stelle in der Ellbogenbeuge gesehen. Ob das mal so eine Stollbeule war, weiß ich nicht. Es ist zumindest angeschwollen gewesen. Rabea hat die Vermutung, dass vielleicht der Schleimbeutel da mal wirklich richtig angegriffen war. Und man sieht auch in den Liegepositionen, dass er das Bein nicht mit anwinkelt beim Liegen, sondern immer nach vorne streckt, sodass es da keinen Druck gibt. Warum ist Janota hier? Das ist, glaube ich, ganz interessant, die Kombination. Er ist hier, weil er beim Reiten nach kurzer Zeit kopflos wird und wirklich seinen Reiter abbockt. Wenn ich mir das Ganze jetzt anschaue, schmerzhafte Hufe, Wendeschmerz in der Ellbogenbeuge, ein entzündlich veränderter Schleimbeutel, die ganze Haut ist weg. Ich stelle mir jetzt mal vor, oder das Fell ist weg, ich stelle mir jetzt mal vor, Sommer, es ist warm, es ist eine Gurtung da drauf, auf einer Magenproblematik, die Gurtung in der Ellbogenbeuge und auch dahinter mit Schweiß, Wärme, Sand vermischt, Bewegungen, das ist eigentlich ganz schön, wenn man sich das vorstellt, wenn man wirklich mit kurzer Hose läuft, es ist warm, man schwitzt und es kommt Sand dazwischen und Haut reibt auf Haut, dann ist das wirklich unangenehm. So, und wenn ich das alles zusammennehme, dann finde ich das schon richtig krass, dass der Janota einen überhaupt aufsteigen lässt und noch versucht, eine gewisse Zeit brav zu gehen. Aber ich glaube, irgendwann ist es vorbei. Spazieren gehen ist, wenn ich das richtig verstanden habe, auch ein Problem, weil sie nicht weiß, wie er reagiert. Sie kennt ihn natürlich auch aus den Kopflos-Wert-Situationen. Und wir haben gedacht, Trainingsabbruch von Rabea aus. Sie hat gesagt, dieses Pferd würde sie nicht weiterarbeiten. Wir möchten natürlich ein bisschen, dass er sich bewegt. Wir möchten, dass er ein bisschen läuft, trotz Hufe, weil das macht er ja auf dem Paddock auch, zu Hause auch. Und wir haben jetzt einfach mal gesagt, wir probieren die Cross-Trail-Runde. Wir haben es gestern schon gemacht und wir würden es heute auch ganz gerne nochmal machen, weil wenn wir so das Training auf das Reiten hin nicht machen können, dann können wir zumindest vielleicht zeigen, dass der Janota ganz entspannt in einem unbekannten Gelände geht. Und das fand ich gestern richtig, richtig krass. Probieren wir nochmal. Wenn es heute wieder so gut klappt, können wir ihr da zumindest was zeigen. Natürlich alle anderen Sachen mit an die Hand geben, damit es Janota gut geht. Und ich glaube, dann hat sie ein tolles Reitpferd. Auf. Soll ich mitgehen? Oder? Ja, wenn du willst. Du willst auch noch gleich am Anhänger vorbeigehen, alles klar. Ja, hier haben wir heute ganz veränderte Situation eigentlich, ne? Gestern war hier nichts los, gestern Abend. Jetzt haben wir hier Pflasterarbeiten, Klopfen, Anhänger, Autos.
aber es scheint auch kein Problem zu sein. So, Küken, ist jetzt deine Zeit, ne? Ich versuche, den Mund zu halten. Na, dann schauen wir mal, wie lange das so klappt. Ah, guck mal, da sitzt Maxchen. Na, Maxchen, was machst du da? Juppi. Mit dir darf ich sprechen. Küken geht natürlich auch gleich den Weg, wo die Katze gleich auch irgendwie raushopst oder so. Ich wäre jetzt einfach andersrum gegangen. Oh Mann. Alles gut. Jetzt schau. Und ich finde das ganz interessant. Man sieht, ich kann den Mund nicht halten. Da sind ganz viele Schrecksachen wirklich. Es ist ein Ruderboot, es sind Big Packs da, es sind Pflastersteine auf Paletten da. Es ist wirklich ganz viel da. Es gibt viel zu gucken. So ist fein. Langsam. So. Auf dem weichen Boden des Crosstrails kann Janota ganz gut laufen. Mit dem Führtraining soll er seiner Besitzerin heute zeigen, dass sie vor ihm so braven Lusitano wirklich keine Angst haben muss. Ariane und Rabia gehen davon aus, dass sie ihn zukünftig auch wieder reiten können wird, wenn die aktuell bestehenden Baustellen abgearbeitet werden und Janota wieder schmerzfrei einen Reiter tragen kann. Pferde gehören zu den freundlichen Lebewesen auf dieser Welt, die meist einen schmerzhaften Grund dafür haben, wenn sie sich dem Menschen widersetzen oder sonstiges Verhalten zeigen, die von ihren Reitern nicht selten als Unarten abgetan werden. Auf Hof Eicheneck wird ihnen daher immer ganz genau zugehört, wenn diese wundervollen Wesen etwas zu sagen haben. Finde ich auch ganz interessant, der nimmt sich selber nichts, ne? Nee. Ganz fein. Also ich finde das richtig, richtig toll. Vicky macht das gut. Und gestern war das noch ein ganz anderes Bild. Der Janota, der mochte sich gar nicht so gerne bewegen. Der ist entspannt hier lang gegangen, aber halt vorsichtig und langsam. Der wollte seinen Rücken nicht wirklich bewegen. Der wollte nicht wirklich seinen Bauch bewegen. Und ich bin jetzt richtig froh, dass er heute ein bisschen wacher hier rüber geht. Er ist ja trotzdem brav, aber er ist energisch, er fußt, er guckt sich was an, er geht den Berg hoch. Er hat sogar mal versucht, ein bisschen anzutraben. Das finde ich richtig, richtig toll. Also gefährlich ist es jetzt quasi hier gar nicht gewesen, auch gestern nicht. Und das ist ja quasi ganz neu für ihn. Und wir haben hier wirklich viele Schrecksituationen. Von Wasser bis unser kleiner gekünstelter Baustoffhof da hinten. Die Bremsen fallen, die einfach mitten hier in der Prärie stehen. Die Pferde, die jetzt nebenan laufen. Das andere Pferd, was da wiehert und sagt, oh, komm zurück, aber er bleibt einfach da. Das finde ich ganz toll. Bin gespannt, wie die Besitzerin es auffasst. Ich denke, dass sie selber ganz viel mit Pferden macht, dann ist es immer ein bisschen schwierig, weil man natürlich auch viel Pferdeerfahrung hat. Und ich glaube, dann ist es immer so ein bisschen, ja, es kommt darauf an, wie man es kommuniziert. Dann kommt das Eisenthema dazu. Wäre es mein Pferd, würde ich ihm 4-mal Eisen drauf machen lassen. Das ist auch immer ein heißes Thema, wo viele einfach sagen, um Gottes Willen. Aber ganz ehrlich, wenn er da steht zu scharen, solange man nicht weiß, warum er schart, muss man einfach dafür sorgen, dass der Abrieb weniger ist und dass die Fühligkeit weggeht. Dann haben wir den Schmerzpunkt schon mal weg. Den Magen, der geht auch weg. Und die Zähne, dafür habe ich eine Adresse geschickt von einem Zahnarzt, von einem Dentisten, den Rabea guten Gewissens empfehlen kann, dort aus der Gegend. Und ich glaube, dann steht dem allem nichts mehr im Wege, dass die beiden auch schöne Ausritte machen können. Da drücke ich mal ganz fest die Daumen. Das finde ich auch ganz krass, ne? Er steht jetzt hier wirklich auf einem fremden Platz. Der Radlader fährt, da wird geschaufelt, da wird mit dem Hammer auf der Pflaster rumgeklüppelt und du bist hier und machst mit ihm irgendwas. Obwohl, er war ja auch schon mal in einer großen Halle und hat irgendein Showprogramm gemacht. Also mehr Trubel geht eigentlich gar nicht.
Richtig. Und dann ist aber Schluss. Richtig. Dann habt ihr genug geknutscht. Küchen. Juhi. So, kommt her, ihr beiden. Er ist auch ganz schlank geworden, also sieht schön aus. Dieser nach unten hängende Bauch ist gar nicht mehr da. Ganz viel Gewebsflüssigkeit ist rausgegangen. Er kann sich deutlich besser bewegen. Finde ich toll. Also können wir ja auch nachvollziehen. Wenn wir so durch die Gegend laufen, können wir uns auch nicht mehr bewegen. Und es tut wirklich weh. Und das finde ich richtig toll. Ja, ja, ja. Komm. Jo. Haben wir aber Extremsituationen. Wir haben Sito getroffen. Sieht gar nicht schlecht aus mit dem Grau. Ja, guckst du, ne, Schatz? Ja, fein. Oh Gottchen. Ja, was denn? Bin ich wieder da? Bin ich wieder da? Ja, fein, Schatz. Ja, fein, Schatz. Krieg einen Kuss? Ich muss gleich mal lecker holen. Der hat sich ausgeknutscht bei Vicky. Hier. Ah, danke schön. Krieg kurz. No. Ja, das kannst du am besten, ne? Ja, also Vicky hat auch die ganze Zeit nur mal. Sie hat gesagt, das ist so schön und sie würde das total gerne mal sehen, wie du sowas machst. Dass er solche. Ich glaub, vom Knutschen kenne ich jetzt noch kein Video. Vom Legen und so. Von diesen Sachen habe ich teilweise. Sie hat sich wirklich vorbildlich genommen. Er war total toll in allem. Gut, dass ich, da hat meine Erziehung was gebracht. Na, ja. Wirklich, es war ganz, ganz, hier, komm, jetzt ganz, ganz zurück, fein. Zurück. So. Ich habe natürlich versucht, so ein paar Sachen zu machen, weil als Rabea da war, wurden wir trainingstechnisch stark eingeschränkt, weil sie so ein bisschen das alles wiedergegeben hat, was ich am Freitag nach eurer Abreise schon so ein bisschen beim Check gesehen habe. So, und dann hatte ich ja, bevor wir das vergessen, das Wichtigste, genau. Wir haben ja alles angeguckt und ich habe jetzt so 4 Sachen bei mir im Kopf. Okay. Und wir gehen einfach mal von vorne nach hinten. Zähne, das war ja, glaube ich, etwas, da hast du gestern eine Sprachnachricht geschickt, genau. Da warst du ein bisschen verdutzt drüber. Genau. Da muss ich sagen, Rabea hat nicht gesagt, dass sie glaubt, dass die nicht anständig gemacht wurden. Ach so, ich hatte das Nein, so verstanden. Nein, mein Empfinden. Ach so. Bei mir ist es einfach so, ich sehe Rabea ganz häufig hier und Rabea macht niemals jemand anders, stellt niemals Kritik an jemand anders. Ich habe aber an Rabeas Gesicht, als sie dort reingefasst hat, habe ich gemerkt, wie sie geschluckt hat. Ich sage sogar, er wurde vor einem Jahr gemacht. Sind sogar schon 1,5, habe ich gesehen. Das war im Mai. Ja. Also ich lasse sie immer im Mai machen. Und wir haben jetzt Oktober. Seit Mai bin ich dran, dass der kommt. Und wie gesagt, dieses Jahr hat er mich wirklich schon 3-mal versetzt. Dann haben wir halt die Kombination. Du bist ja gekommen, weil du sagst, dass er beim Reiten kopflos wird und einen auch abbockt. Und ich habe jetzt einfach geguckt, welche Komponenten finde ich, die dieses Verhalten erklären könnten. Weil der ist ja vom Grund auf, ist der ja totenbrav, das super, ist schon richtig. Wirklich super. Und ich habe eigentlich immer so ein bisschen so die Einstellung, ich habe selten ein Pferd kennengelernt, was vom Grund auf den Reiter gar nicht will oder es mutwillig macht. Für mich. Und was ich jetzt halt sehe, Baustelle Zähne, die spielen natürlich für Rittigkeit eine ganz große Rolle, weil ja quasi der Unterkiefer, wenn die Pferde sich beizäumen müssen oder vorwärts abwärts gehen müssen, sich vorwärts abwärts dehnen müssen, muss der Unterkiefer quasi sich nach vorne schieben können. Sind da jetzt aber Rampen oder hochgewachsene Spitzen, so nenne ich es jetzt mal laienhaft, dann ist das ja wie so ein Reißverschluss. Das heißt, man sagt, geh dahin, aber der Unterkiefer und das Kiefergelenk kann ich nach vorne schieben, weil die Zähne, die an manchen Stellen zu lang sind, das verhindern. Dann haben wir ja die erste Baustelle. Pferde tolerieren ja ganz viel, so wie wir auch. Wir können vielleicht 1 Kilometer mit einem Stein im Schuh laufen, aber dann, irgendwann, sagen wir, geht gar nicht und schmeißen den Schuh weg oder machen sonst was. Das wäre die erste Baustelle. Die zweite Baustelle ist, glaube ich, ganz schlimm der Magen.
Hatte ich aber ja auch schon gesagt, wir haben jetzt die Medikamente hier, die kriegt ihr auch seit Freitag schon, okay. Seit Montag. Montag. Einfach. Das heißt also, das ganze letzte halbe Jahr mit diesem seltsamen Zeug, was ich da gekriegt habe, mit den Globulis, das hätte ich mir auch schenken können. Ne? Weil ich fütter die, ich sollte die 4 Wochen erstmal füttern. Mhm. Ich habe es ein halbes Jahr durchgeführt. Ich habe sogar noch welche, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass das in irgendeiner Form was gebracht hätte. Ich glaube, dass Globulis in manchen Sachen richtig gut sind. Rabea war total begeistert von der Bioresonanz. Sie sagt, die machen tolle Sachen. Das hat sie total positiv gelobt. Ich denke aber, bei einem nervösen Magen oder bei einem Magengeschwür oder bei einer Magenschleimhautentzündung, glaube ich, machen wir mit Globulis nichts. Weil wenn wir Menschen Sodbrennen haben, sei es durch Schwangerschaft, sei es durch irgendwas anderes, brauchen wir etwas, was diese Magensäure entweder runterdrückt oder was einen Schutzfilm macht, dass unsere Magenschleimhaut nicht angefressen wird und sowas. Und genau so sehe ich das persönlich beim Pferd auch. So, und was mich total positiv gestimmt hat, weil es sind ja quasi alles Dinge, die kann man abstellen. Und du hast gar nicht die Probleme wie viele andere. Wie jetzt zum Beispiel das Pferd, was gerade abgeholt wurde. Die kommt in eine Stallanlage zurück, wo es nicht die Möglichkeit gibt, das Stroh zu entfernen, wo es nicht die Möglichkeit gibt, 24 Stunden Futter zur Verfügung zu stellen. Und das haben ganz viele, das hast du alles nicht. Ja, das ist bei den Einstellergeschichten immer eine Preisfrage. Ne? Ich meine, ich kann es handhaben, wie ich möchte. Meine haben eigentlich 24 Stunden Heu. Ja. Aber das ist auch halt nur, weil A, ich verdiene damit kein Geld, ich bin kein typischer Einstellerstall. Ja. Ne? Ich mache mein eigenes Ding, dann hast du natürlich andere Möglichkeiten. Ja, also ich habe sie jetzt zum Beispiel gesagt, sie würde alles extra bezahlen, aber aus Prinzip macht der Stallbetreiber das nicht. Schlecht. Ja, es ist wirklich schwierig und deswegen bin ich gar nicht mit so viel Bauchschmerzen bewappnet wie bei vielen anderen, ne, weil der Kampf fängt für die jetzt erst an. Ja, klar. Quaddeln, Beulen, aufgeschwemmtes Gewebe, als wäre sehr viel Flüssigkeit da drin. Und auch das ist jetzt schon, wenn du auf diese Seite gehst, siehst du davon nichts mehr. Es ist nicht mehr prall und wie aufgeblasen von innen, sondern es ist jetzt weich. Und auch das hier unten, was uns quasi vom großen Training abgehalten hat, ist, dass wir bei dem Check von uns aus ja so eine Fühligkeit, einen starken Wendeschmerz festgestellt haben. Wendeschmerz heißt was? Ein Wendeschmerz heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ihn in einem engen Kreis gehst oder wenn du ihn stehen lässt und einfach rumholst, dass er dann, hast du das gemerkt, dann macht er Taktstörungen. Das heißt, das ist ein Wendeschmerz. Okay. Wenn du ihn an einem kleinen Kreis, in einer kleinen Kurve führst, dass er dann lahmt, dass er die Last nicht tragen kann. So, und ich bin dann immer so ein bisschen, dass ich sage, Mensch, ich alleine möchte so eine Aussage nicht unbedingt treffen. Für mich sehen die Hufe oder die Zehe sehr, sehr kurz aus, sodass er da halt eine gewisse Fühligkeit entwickelt. So, und das sind natürlich Dinge, die sind natürlich schwierig, weil ja dieses Hufbein, das hängt ja in dem Huf drinne. Und wenn jetzt die Zehe sehr, sehr kurz wird, dann hat das Hufbein in ihrer Bandaufhängung, so sage ich es jetzt mal, nicht mehr viel Platz bis zur Sohle. Und wenn er denn läuft, dann kann es sein, dass nicht genug Puffer dazwischen ist. Und das macht ihn, glaube ich, wirklich zu schaffen. Rabea war denn hier. Ich habe erstmal nichts gesagt. Ich habe sie nur wegen Magen und wegen Zähne gucken lassen. Und dann stand er da so und dann sagte sie, führst du den bitte mal auf den Hof, weil sie das auch schon gesehen hat. Und dann habe ich ihn geführt und dann haben wir Gangbildanalyse gemacht. Und das ist wirklich, das wirst du auch sehen, dass er quasi immer eher so mit der Trachte so ein bisschen schleudert und dann mit der Trachte aufsetzt, weil er diesen Part nicht möchte. Okay. Dann muss er aber in Einzelhaft. Ich kann kein Eisenpferd zu den anderen stellen. Den schon mal gar nicht, weil der knallt mir die alle weg. Also das ist einfach, letztendlich ist es ja so, wir müssen, wenn es mein Pferd wäre, dann würde ich halt einfach versuchen,
einmal diese Fühligkeit wegzunehmen. Und es gibt die Möglichkeit, auch wenn das so sein sollte, von einer schwebenden Zehe, dass das nachwachsen kann und dass man dann die Eisen wieder runter macht. Problem ist ja eigentlich nur, wenn du sagst, er schart bei dir auch, raspelt er sich die ja sofort wieder ab. Ja gut. Theoretisch gesehen. So, weil er hat Puls auf beiden Beinen. Wenn man Schmerzen hat, kann der Magen eigentlich gar nicht heile bleiben. Und die Frage ist, du hast optimale Bedingungen bei dir. Da kann eigentlich nichts am Magen passieren. Es sei denn, der Stress kommt irgendwo anders her. Okay. Hatte er mal so eine Stollbeule? Hatte er mal Schleimbeutel akut entzündet? Bis jetzt eigentlich nicht. Das hat er jetzt seit 2 Wochen und ich habe keine Ahnung, wo es herkommt. Auf einmal war es da. Das ist halt auch etwas. Es sitzt ja ein Schleimbeutel hier und viele Pferde zum Beispiel, die Eisen haben oder Stollbeule, kommt, glaube ich, daher, weil früher waren ja Stollen teilweise fest am Hufeisen verschweißt. Jetzt mittlerweile dreht man sie ja, dass man sie wieder rausnehmen kann. Und wenn die angewinkelt liegen, dann liegen die ja mit dem Ellbogen, alles gut. Brauchst du jetzt nicht machen, Schatz. Liegen die ja mit dem Ellbogen quasi mit dem, auf dem Ende von dem Huf. Jetzt was hier gelassen dafür. Wir haben angefangen. Sie hat gesagt, wenn du das nicht möchtest, dann gehen diese 3 Tage auf ihre Kappe. Dann behalten wir die ganzen Sachen hier. Sie sagt nur, es ist ganz, ganz schwierig, das wegzukriegen. Weil das ist natürlich ein Bereich, wie bei uns unter der Achsel oder Oberschenkelinnenseite. Wenn es warm wird und du schwitzt und es kommt Sand dazwischen, was ja, sage ich mal so, auch wenn da ein Gurt liegt, durchaus der Fall ist, dann fängt das an zu reiben. Weil auf den Überwachungsvideos, wir haben ja immer alles gefilmt, liegt er auch immer mit diesem Bein nach vorne gestreckt. Dass er das nicht wie normal anwinkelt, weil dann hätte er den Huf da drinne. Und was halt auch auffiel, ist, dass er nicht glänzend schwarz ist, sondern eher so graumeliert und die letzten Tage, die er jetzt hier war, auch so ein bisschen fettig angetatscht war. So, und trotzdem sind das ja alles Dinge, die man gut abstellen kann. Und dann, glaube ich, steht auch dem anderen nichts im Wege. Wir müssen jetzt nur schauen, wenn das jetzt seit 14 Tagen ist, ob es vielleicht auch eine Überbelastung ist. Wenn er unten immer vorsichtig geht, wenn du barfuß über Kieselsteine gehst, dann gehst du ja auch nicht so, sondern der ganze Körper ist angespannt. Und in der Bioresonanz kam ja, glaube ich, auch, fiel ja auch das Wort Übersäuerung. Ja, genau. Ja, und da habe ich mich schon gewundert, weil ich mir dachte, wo kommt jetzt plötzlich eine Falte her? Da war ja vorher kein Wasser oder ähnliches, dass man sagt, es geht raus und es hängt dann. Ne? Aber ist auch Hitze da. Jetzt ist es natürlich optisch deutlich sichtbar, weil es ja weiß ist. Weil es weiß ist, klar. Man hat es aber auch vorher gesehen, fand ich, weil das Fell halt weg war. Und wenn du gerubbelt hast, dann hat es ja so geschuppt. Ne? Genau. Und was ich noch so im Ohr habe, ist, dass du mit ihm nicht gerne rausgehen magst oder auch nicht spazieren gehst. Nee, gehe ich gar nicht. Weil ich hatte im Ohr, weil du nicht einschätzen kannst, wie er auf verschiedene Situationen reagiert. So, und wenn man jetzt zum Beispiel ein Magenpferd hat, das hatte ich hier ganz häufig, und ich bin in Führposition links, Lebermilz, Magen sitzt ja auf der linken Seite. Ne? Sitzt auf der linken Seite. So, und wenn ich jetzt führe und er macht irgendwas und ich komme in diesen Bereich und er hätte da dolle Schmerzen, geht er von dir weg, damit du da bloß nicht rankommst. Ich könnte vermuten, dass das auch ein Drehfaktor ist, der natürlich auf die Fahrbahn geht. Ja, jetzt wird es natürlich ein bisschen schwierig, weil nämlich diese Trainerin genau immer diese Stelle benutzt, um mit der Gerte anzutitschen, damit er halt die Seitengänge macht. Wollen wir mal eine Runde gehen? Oder? Können wir machen. Ja? Auf seine Vorderbeine, denn siehst du, dass er die so nach vorne gestellt aufsetzt. Kannst du das sehen? Ja. Wie so eine Schwangere, die einen dicken Bauch hat und so den so vor sich her schiebt. Ja. Ne? Wir können hier lang gehen, wir können wir so gehen lang gehen. Wir gehen mal rechts lang. Rechts finde ich gut. So. Und ich weiß, dass er heute
wirklich motiviert ist zu gehen. Mhm. Und der hatte gar kein Interesse und gar keine Ruhe, mhm, mal irgendwo einen Grashalm zu fressen. Okay. Na gut, dann ist natürlich, wenn er immer so gestellt ist. Das macht er selber. Ist natürlich dieses Wegdrehen ganz schnell gegeben. Ja, ich sag mal, ich gehe mal davon aus, dass die Christina heißt, die Dame, die das macht, dass sie einfach zu viel mit ihm Seitenhände gemacht hat. Weil ich merke das auch immer, egal was der macht, der ist immer gebogen. Ne? So, und hier siehst du jetzt, wenn du auf seine Füße einmal runter guckst, der Fuß auch nicht energisch und hat so einen Doppelklick im Karpalgelenk. Aber er fußt hier, er geht nicht breitbeinig. Das stimmt, nicht, ja. Sieht nicht so ein bisschen lahm aus, als wenn er so fühlig läuft. Ne? Hm? Ja, und wenn wie so schnell schafft ihr das wieder rauszukriegen? Na, wir schaffen ja auch in 3 Tagen ganz viele andere positive Sachen. Da bin ich auch sehr glücklich drüber, sonst wäre ich nicht hier. Aber jetzt kommt noch der Herdentest. Denn nun haben die Eichenecker Pferde Janota entdeckt. Mal schauen, was er jetzt an der Hand dazu sagt. Außer nett grüßen und dann weitergehen, eigentlich nichts. Aber so gehört sich das ja auch. Ja, wir haben halt so unseren Rhythmus. Er macht das auch alles, ne? Und deshalb, ne, das ist halt das, was wir zum Verrecken geübt haben. Er steht jetzt zu weit vorne. Im Moment ist er halt nicht ganz bei der Sache. Aber ne, er geht, wenn ich gehe. Er bremst. Normalerweise korrigiert er. Also zu Hause normalerweise wird er jetzt, ohne dass ich hier was mache, wird er korrigieren. Ich mache halt viel ohne Druck. Gibt es denn Bodenarbeitstrainer, die mit Druck arbeiten? Ja. Ja. Aber sowas von. Wollten wir jetzt über den Platz oder wo? Ja, wir können wieder über den Platz rübergehen. Aufpassen. Lässt du einmal frei? Also da habe ich schon Sachen erlebt, die willst du gar nicht hören. Okay. Ich dachte immer, Bodenarbeit ist. Ich habe auch schon ein Zirzensik-Seminar abgebrochen. Also mit aller Gewalt, mein Pferd, das war damals die Stute, dazu zwingen wollten, mit einer Schlinge das Kompliment, also sich beim Kompliment abzulegen. Da habe ich dann abgebrochen. Da habe ich gesagt, mach ich mein Pferd nicht. Jetzt einmal darauf achten, ne? Das Gangbild verändert sich sofort. Definitiv. Die Möglichkeit, die ich jetzt wählen würde, ist, wenn du es richtig gut machen möchtest, Nein. Lässt du das Röntgen. Mhm. Um zu gucken, wo ist die Problematik, wie viel Platz hat das Hufbein, die Hufbeinspitze noch und wie muss der Hufschmied, wenn es ein guter Hufschmied ist, wie muss ich das Eisen machen? Konrad hatte zum Beispiel das, wenn er das hat, auch. Mhm. Und der hat eine schwebende Zehe gekriegt. Das heißt, da war wirklich viel Platz zwischen Eisen und Zehe, sodass dass er da keinen Druck mehr hatte. Wie muss ich den Huf stellen, damit ich die größtmöglichste Entlastung kriege? Mhm. Zum Beispiel. Ist es nur Fühligkeit? Ist es ja einfach nur ein stinknormales Eisen? Mhm. Das heißt, es würden jetzt noch nicht mal Hufschuhe helfen, weil du müsstest ja ihn quasi Tag und Nacht mit Hufschuhen laufen lassen, damit er sich das nicht wegkratzt. Mhm. Hinten, glaube ich, kann man bestimmt die Teile irgendwann abnehmen. Mhm. Und nun ist der Aufenthalt auf Hof Eicheneck auch schon wieder vorbei. Mit in den Anhänger gehen hat Janota jetzt gar keine Probleme. Tschüss! Janota steht im Anhänger. Jetzt geht's nach Hause. Ja, ich fand das eigentlich ganz angenehm, muss ich sagen, weil die Besitzerin, die Kerstin von Janota, die war ganz wissbegierig. Die hat auch wirklich einiges hinterfragt. Das habe ich ganz selten, weil ich glaube, es ist teilweise ganz viel Information. Und ich versuche mal so mir vorzustellen, wie es wäre, wenn ich mein Pferd wohin gebe, nach 3 Tagen hingehe und dann wirklich ganz viele Sachen höre. Häufig sind es ja Dinge, die nicht schön sind, weil die Pferde, die jetzt nichts haben, die kommen ja quasi gar nicht hierher. Das heißt also, es ist ja immer so die Aufgabe, Probleme zu finden, Ursachen zu finden, Symptome zu deuten. Und das ist im Grunde genommen was Positives, weil man dann ja nachhaltig was abstellen kann. Aber es ist natürlich auch nicht
Es wäre viel schöner, wenn man kommt und sagt, Mensch, du hast ein ganz tolles Pferd und alles ist gesund und alles ist super. Und das ist ja bei dem Janota gar nicht der Fall gewesen. Das sind wirklich vier Baustellen, die ich sage, die ihn quasi wirklich quälen. Und wo man jetzt irgendwie so ein bisschen gucken muss, wie kriegt man die abgestellt, dann ist es natürlich auch noch etwas, ich glaube, das ist eine sehr gute Pferdebesitzerin, die ein ganz gesundes Verhältnis hat, was die Erziehung angeht. Sie hat auch schon bemerkt, dass der Janota ein bisschen sehr verspielt ist gerade, weil Vicky hat mit ihm natürlich Küsschen geübt, weil sie ja gehört hat, das ist so seine Leidenschaft, Küsschen und Zirkuslektion nenne ich es immer. Und hat sie gesagt, oh, wie toll, wie toll, wie toll. Klar, sie hat ihn heute geputzt, sie hat ihn gebürstet, sie hat ihn eingeflochten. Und dann ist sowas, bleibt natürlich nicht aus. Das merkt natürlich eine Pferdetrainerin ganz klar. Und hat gesagt, na, hast du zu oft Küsschen gegeben? Ja, hat er. Aber es ist ja auch alles gar nicht schlimm. Sie hat gesagt, meine Güte, da ist halt so. Ist bei ihr auch manchmal so. Jetzt geht es erstmal da dran. Ich habe einen Zahnarzt geschickt auf Empfehlung von Rabea. Ich hoffe, dass sie da relativ schnell einen Termin bekommen, dass dem Janota da geholfen ist. Ich persönlich habe einen anderen Weg empfohlen, als ihn jetzt Rabea gemacht hat, weil Rabea ist wirklich, sie ist immer pferdebesitzerfreundlich und arbeitet gerne erstmal vom günstigen zum teuren, will ich mal so sagen. Das ist eigentlich auch mein Ding. Aber in Janotas Fall habe ich jetzt für mich so gesagt, Mensch, ich persönlich würde wirklich ein Röntgenbild machen lassen. Ich würde gucken, ob es wirklich ein normaler Beschlag tut oder ob er vielleicht auch eine schwebende Zehe braucht. Weil wenn wir jetzt einen Beschlag drauf machen würden und der normale Beschlag würde gar nicht helfen, weil der Janota nicht fühlig ist, sondern weil vielleicht einfach die Zehe zu tief, also die Zehe zu tief hängt und zu wenig Puffer, zu wenig Platz zur Sohle ist, dann bringt einen der Beschlag gar nichts. Und das sind so Sachen, wenn ich mir sage, jetzt macht man einen drauf, den kann man auch nicht mal so einfach wieder abmachen, ohne den Huf zu beschädigen. Man muss natürlich auch den Huf vorher bearbeiten. Der ist schon sehr kurz. Und da sage ich mir, dieses Risiko würde ich persönlich nicht eingehen wollen. Ich würde es jetzt einmal richtig machen. Der Magen wird behandelt. Da, glaube ich, hat sie gar keine Probleme mit. Das findet sie richtig gut. Den krassen Vergleich, den ich jetzt sehe, mit dass die Bauchschwellung weggegangen ist, das ist für sie, glaube ich, gar nicht so präsent gewesen. Ich glaube aber, dass man das sieht. Und da hatte ein Kanalmitglied eine ganz tolle Idee. Die hat gesagt, Mensch, mach mal einen Screenshot vom Anreisevideo und einen Screenshot nach dem dritten Tag. Das ist total irre, wie sich wirklich die Pferde teilweise verändern. Und ich glaube, das wäre bei dem Janota auch ganz krass, weil ich habe es gesehen, dass er ganz anders aussieht. So, Empfehlung ist natürlich, definitiv kein Gurt drauf zu machen, solange nicht wirklich die Schleimbeutelentzündung ausgeheilt ist. Man muss ganz viel waschen und Creme einfach. Und ich habe jetzt gerade erfahren, dass diese Stelle am Ellbogen wirklich erst seit 14 Tagen ist. Es ist ganz frisch. Und da muss man natürlich schauen, woher kommt es. In meinem Kopf kommt natürlich, Mensch, wenn ich ein Kompliment mache und er knickt da immer, hat immer den Hufballen da hinten drin, weil auch links eine Schwellung auf dem Karpalgelenk ist. Kann das vielleicht damit zusammenhängen? Ich kenne den Alltag nicht. Ich kenne auch nicht die Trainingseinheiten. Das sind dann immer nur so Gedanken, die mir im Kopf rumgehen, wenn ich sage, was könnte es denn sein? Ich bin ganz gespannt. Sie wird sich mit Rabea auseinandersetzen, auch wegen dem Blutbild, um zu schauen, was da so alles bei rumkommt. Und dann, glaube ich, ist sie in guten Händen. Und ich mache mir da gar keine Sorgen, weil sie hat das gesamte Stallmanagement in eigener Hand. Das heißt, sie wird keine Probleme haben, dass ihr Pferd genug Heu kriegt, dass das Pferd besonderes Fressen kriegt und so weiter und so weiter. Und das war für mich richtig, richtig toll, weil ich weiß, wie schwer es ist, in einer Stallanlage irgendwas zu verändern, geschweige denn eine
Sonderposition zu kriegen. Und das hat sie nicht. Und deswegen konnte ich relativ ohne schlechtes Gefühl daran gehen. Bei anderen ist das manchmal nicht so. Kerstin ist nach dem Aufenthalt auf Hof Eicheneck noch lange mit Ariane und Rabea in Kontakt geblieben und ist alle Baustellen von Janota angegangen. Auch den Sattel hat sie von Ariane noch checken lassen. Wir gehen davon aus, dass sie ihren süßen Lusitano bald wieder reiten kann und wünschen den beiden alles nur erdenklich Gute und bis auf bald. Euer Hof Eicheneck-Team. I'm in your warm embrace.